Was zuletzt geschah, Chelast war fort. Doch es musste weitergehen. Mit dem neuen Emblem im Gepäck und einem Treffen am nächsten Tag machte sich das Team auf den Rückweg. Im Wald errichteten sie Chelast ein Grab. Bevor sie am nächsten Morgen aufbrachen, besuchten sie dieses erneut und trafen dort Leon, der sich nun weigerte, weiter mit Günther zusammenzuarbeiten. Ein Kampf um die Embleme und um Leons Karriere begann. Doch als Ivy endlich lernte, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren, war Leon völlig chancenlos. Seine Karriere war zu Ende. Kapitel 27 des Zwielichts Zwiespalt. All seine Pokémon blieben mit uns zurück. Für einen Moment sagte keiner ein Wort. Ich war letztendlich der Erste, der zu ihnen sprach. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr nun tut. Beteiligt euch weiter am Krieg, zieht euch zurück, es ist eure Wahl. Wir müssen weiterziehen. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann noch einmal wieder. Doch bevor wir gehen konnten, stoppte Endivio uns. Sie wollte noch einmal mit Ivy reden. Es kann gut sein, dass wir uns nicht noch einmal in diesem Krieg sehen, deswegen... Ich wünsche euch alles Gute. Ivy, es tut mir leid, was passiert ist, aber du hast bewiesen, wie stark du bist. Ich bin mir sicher, Chelast hat dich gerade gesehen und ist stolz auf dich. Beide lächelten nach diesem Satz. Vielleicht können wir uns irgendwann ja wiedersehen, nachdem dieser Krieg zu Ende ist. Auch Spark gesellte sich zu ihr. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ich bleibe bei der Ansicht, dass diese Fähigkeit ein Fluch ist. Aber du hast gelernt, ihn zu kontrollieren. Ich habe dir Unrecht getan. Ich erwarte bald zu hören, dass ihr Darkrai besiegt habt. Viel Glück dafür. Und Ivy, halt die Ohren steif. Mit diesen Worten verschwanden die beiden. Auch Leons andere Pokémon teilten sich auf und verschwanden. Wir hatten den nächsten Mitstreiter verloren. Doch der Krieg war weit vorangeschritten. Wir würden jetzt nicht aufgeben. Wir würden ihn gewinnen. Und so brachen wir auf, zum vermutlich vierten General. Wieder zurück in die Höhle, in der Groudons große Schlacht stattfand. Wir kamen an, als die Sonne am höchsten stand, zum verabredeten Zeitpunkt, pünktlich zum High Noon. Diesen Kampf würden wir ohne einen weiteren Verlust gewinnen. Als wir in der Höhle ankamen, wirkten alle, die am Vortag hier waren, sehr unruhig. Die Erinnerung kam wieder hoch. Doch auch diese Begegnung würde nicht weniger schicksalhaft werden. Die Stimme ertönte. Ihr seid also gekommen. Ihr habt euch entschieden, euch gegen mich zu stellen. Eine schlechte Entscheidung. Du willst einen Kampf? Den kannst du haben. Aber zuerst musst du dich endlich zeigen. Doch ich realisierte bereits durch die Antwort, um wen es sich handelte. Nun gut, wenn ihr wollt. Diese abgründige Lache gab es auf der Welt nur ein einziges Mal. Ein weiteres Mal kehrte der Verräter zurück. Diese Pest würden wir wohl nie loswerden. Doch bei seinem Auftreten sahen wir die Wahrheit. Bei unserer letzten Begegnung. Nick Schrosma war nie gestorben. Ein Pokémon rannte in unfassbarer Geschwindigkeit zwischen uns herum. Es war deutlich zu schnell, um erkennbar zu sein, bis es schließlich vor unserer Gruppe stoppte. Als wir das Pokémon sahen, stockte vor allem Bulby der Atem. Es war Shinux. Doch nicht der normale Shinux, den wir kannten. Er hatte eine seltsame Maske auf dem Kopf. An seinem Rücken waren seltsame Arme befestigt. Seine Augen leuchteten in Regenbogenfarben. Es war zwar Shinux Körper, doch derjenige, der ihn kontrollierte, war jemand anderes. Nick Schrosma. Ihr seid also ebenfalls in diese Welt gereist. Ihr habt all diese Zeit derartige Probleme verursacht. Ihr stellt euch gegen den Lord. Narren! Es war schnell klar, dass Bulby diesen Dialog übernahm. Dass wir hierher kommen, war nie eine Frage. Die wahre Frage ist, was machst du hier? Wir haben dich sterben sehen. Wieder erklang dieselbe Lache, die wir von Nick Schrosma kannten und hassten.
Was habt ihr denn gedacht? Als ihr sagtet, ich solle verschwinden, bin ich eurem Wunsch doch völlig nachgegangen. Dachtet ihr, dass ich mich selber in den Tod reiße? Ich bin geflohen und euer Freund ist mit mir gekommen. Mein Lord hatte wirklich eine schöne Idee für ihn. Gib ihn sofort frei. Warum sollte ich? Wir sind alle für einen Kampf gekommen. Wenn ihr euren Freund wiederhaben wollt, dann erkämpft ihn euch doch. Der nächste große Kampf begann. Doch anders als am Vortag würden wir heute keinen Mitstreiter verlieren. Wir würden einen zurückerlangen, den wir verloren geglaubt hatten. Doch zuerst mussten wir ihn aus Necrosmas Bann befreien. Und vor allem Bulbi wirkte fest entschlossen. Doch es stellte sich sofort heraus, dieser Kampf würde kein einfacher werden. Die unfassbare Geschwindigkeit, die Necrosmas Scheinungskörper entlocken konnte, machte es schwer, Treffer zu landen. Seine Offensive war offensichtlich eher begrenzt, doch sie reichte für einen ausgeglichenen Kampf. Das Schlimmste war jedoch unser Unterbewusstsein. Jeder einzelne Angriff, den jemand ausführte, wirkte zurückhaltend. Alle wussten, jeder gelungene Angriff schadete nicht nur Necrosma, sondern auch Scheinux. Zudem wurde es auch nicht wirklich klar, welchen Typen Scheinux neben seinem Elektrotypen durch diese Fusion bekam. An sich wirkte Psycho wie die einzige Möglichkeit, doch ein getroffener Biss von Lord Ecke stellte klar, dass es sich nicht darum handeln konnte. Mit Abstand am besten von uns allen hielt sich Bulbi im Kampf. Es war offensichtlich, dass in diesem Kampf etwas Ähnliches mit ihr geschah, wie noch am Vortag mit Chillast, was mich gleich noch vorsichtiger werden ließ. Sie kämpfte nicht mit ihrem Verstand, sondern mit ihren Emotionen. Eine Technik, die in diesem Kampf die einzig zielführende sein konnte. Necrosma zog vollen Nutzen aus den Fähigkeiten seines neuen Körpers. Vor allem nutzte er ihn, um zu tun, was er am besten kann. Nerven. Es war nicht einmal wirklich möglich, ihn im Auge zu behalten, als er durch den Raum zischte, als hätte er einen Antrieb. Seine Angriffe waren meistens aus großer Reichweite, so dass er sich uns gar nicht annähern musste. Wir erkannten, dass dieser Kampf unter diesen Umständen gar endlos weitergehen konnte. Auch Bulbi erkannte dies und versuchte es auf eine andere Art. Sie versuchte, Scheinux zu erreichen, der sich irgendwo in diesem Wesen befand. Scheinux, ich weiß, dass du mich hörst. Du bist noch da drin. Du bist stärker als Necrosma. Kurz schienen die Augen der Maske zu blinken. Diese Nummer wird nicht funktionieren. Er steht unter meiner Macht. Sofort ging er wieder in den Angriff über. Bulbi war nicht auf die Geschwindigkeit des Schlages vorbereitet und wurde getroffen. Doch anders als am Vortag reagierte ich. Ich hatte aus meinen Fehlern gelernt. Kein Schritt weiter, wir werden nicht noch jemanden verlieren. Doch Bulbi trat einfach wieder vor mich. Du lügst, Necrosma, das weißt du genau. Solange Scheinux irgendwie existiert, wird er deiner Willenskraft immer überlegen sein. Wieder blinkten die Augen kurz. Doch Necrosma blieb unbeeindruckt. Wenn du dich nicht mehr wehren willst, dann sei es so. Wenn du die Wahrheit nicht verkraften kannst. Wieder traf er Bulbi. Es spielte sich genau dasselbe ab, wie auch beim ersten Mal. Ich stellte mich zwischen die beiden, doch Bulbi blieb entschlossen. Wenn ich eine Sache weiß, dann ist es, dass man deinen Aussagen nicht trauen darf. Du kannst nichts ohne deine Ultraform oder deine Lügen. Wie hättest du damals Bisasam hinterrücks erwischen können? Wie hättest du Scheinux verletzen können, wenn nicht für deine Lügen? Ich spüre die Wahrheit genau. Ich spüre, wie Scheinux Seele resoniert. Scheinux, ich weiß, du hörst mich. Ich werde für dich kämpfen. Entweder gehen wir hier heute zusammen raus oder gar nicht. Wieder blinkten die Augen der Maske auf. Du bist närrisch. Wieso willst du nicht einsehen, dass... Erneut griff Necrosma an. Doch der Angriff ging ins Leere. Nur noch eines der Augen der Maske hatte sein regenbogenfarbenes Aussehen. Ich werde auch kämpfen. Ich werde alles tun, um zu dir zurückkehren zu können. Das Auge färbte sich wieder zurück. Necrosma wirkte nicht begeistert von den Geschehnissen. Sieh es ein, Necrosma. Letztes Mal konntest du davonkommen, da du Scheinux alleine bekämpft hast. Das ist nämlich das wahre Geheimnis.
Solange ich und Shinux ein Team sind, kann uns niemand besiegen. Nick Schrosma schien tatsächlich auch nicht mehr an einem Kampf interessiert. Er sprang einige Meter zurück und bildete eine Barriere um Shinux. Die Augen der Maske wurden völlig dunkel. Der Körper bewegte sich nicht weiter. Wir alle wussten, was das bedeutete. Nur Shinux konnte diesen Kampf noch gewinnen. In den Tiefen von Shinux Seele, Shinux Sicht. Ich saß alleine in den ewigen Weiten, in die Nick Schrosma mein Bewusstsein verbannt hatte, um die Kontrolle zu erlangen. Von hier aus konnte ich sehen, was er tat, manchmal teilweise reden, doch mehr nicht. Aber Bulbi hat es geschafft, mein Bewusstsein wieder zu stärken. Ich war nun in der Lage, gegen Nick Schrosma zu rebellieren. Diesem gefiel mein Verhalten absolut nicht und er erschien vor mir. An diesem Ort, im Inneren meiner Seele, hatte er seine normale, räudige Form. Was tust du? Du sollst mir gehorchen! Du hast nicht das Recht, selber einzuschreiten. Doch, das habe ich. Vielleicht musste Bulbi mir das erst klar machen, aber es war schon immer da. Und ich werde nicht zulassen, dass du sie verletzt. Und wenn ich dazu für immer hier mit dir verweilen muss. Nick Schrosma schien die Lage tatsächlich einzusehen. Er wirkte sehr nachdenklich. Also gut, ich sehe eine Möglichkeit, mit der wir beide zufrieden sein sollten. Wie wäre es mit einem Deal? Du überlässt mir die Kontrolle. Im Gegenzug gehe ich sicher, dass deine Freunde nicht zu ernst zu Schaden kommen. Nur genug, dass ich sie in ihre Welt zurückschicken kann. Dort können sie friedlich bleiben. Und sobald mein Lord diesen Krieg gewonnen hat, gebe ich dich wieder frei und wir gehen getrennte Wege. Du kannst zu deinen Freunden zurückkehren und ihr könnt glücklich zusammenleben. Diese Welt ist nicht eure Angelegenheit. Es ist ein fairer Deal, also. Nick Schrosmas altbekannter Trick. Ein Deal. Doch wenn er die Wahrheit sagte, es wäre ein gutes Angebot. Er streckte mir seine Hand entgegen. Ich schlug ein. Und im selben Moment schlugen auch die Attacken ein. Wir hatten beide dieselbe Idee gehabt, den anderen zu hintergehen. Unsere Angriffe blockten sich gegenseitig. Keiner von uns wollte diesen Deal je wirklich eingehen. Ich werde bestimmt nicht noch einmal auf diesen Trick hereinfallen. Es ist wie Bulbi gesagt hat. Du bist nur durch Lügen stark. Aber sobald man lernt, dir nicht zu glauben, ist die Schlacht für dich geschlagen. Ich hatte meinen Feind eindeutig erzürnt. Du kleine Pest! Wenn du nicht freiwillig aufgibst, dann hole ich mir die Kontrolle eben selber zurück. Und so begann unser Kampf in den Tiefen meiner Seele. Wir beide kämpften über die Kontrolle. Und ich wusste, dass ich definitiv eine Chance gegen Nick Schrosma hatte. Und diese würde ich nutzen. Meine Freunde waren hier. Bulbi war hier. Wenn ich diese Schlacht gewinnen würde, könnte ich zu ihnen zurückkehren. Ich könnte wieder ich selbst werden. Doch dieser Kampf hatte auch einen Beigeschmack. Es war wie bei Chillast. Nick Schrosma war der Ursprung, aus dem ich geboren bin. Nick Schrosma ist meine alte Identität, die ich immer leugnete. Dieser Kampf entschied sowohl wörtlich als auch metaphorisch, ob ich diese Hülle ablegen könnte oder auf immer Nick Schrosma bleiben würde. Doch was ich früher immer gesagt hatte, war nun definitiv wahr. Ich bin nicht Nick Schrosma. Und ich würde es beweisen. Dieser Kampf in meiner Seele war nichts anderes als ein normaler Kampf zwischen Pokémon. Abgesehen davon, dass wir keine körperlichen Schäden davontragen konnten. Nick Schrosma war gezwungen, einen fairen Kampf einzugehen. Etwas, was er nicht ohne Grund immer zu vermeiden versuchte. Eine Schwäche, unter der selbst seine Ultraform noch litt, bestimmte sein gesamtes Kampfverhalten. Seine schwache Defensive. Da ich noch dazu die Attacke Knirscher beherrschte, war Nick Schrosma stark unter Druck. Zudem konnte ich nutzen, womit er meine Freunde all die Zeit in Schach gehalten hatte, meine Geschwindigkeit. Nick Schrosma versuchte ständig aus der Ferne anzugreifen und mich auf Abstand zu halten, doch auf Dauer schaffte er es einfach nicht. Nach kurzer Zeit traf ich mit Knirscher. Nick Schrosma kämpfte weiter. Doch er schaffte es nur, bis ich zum finalen Schlag ansetzte. Ein letzter Donner traf den Eindringling in meiner Seele. Außerhalb, Günthers Sicht. Nach ein paar Minuten zersprang die Barriere auf einmal.
Im selben Moment zersplitterte auch die Maske auf Shinooks Gesicht und die Arme auf seinem Rücken verschwanden. Zwei Pokémon wurden voneinander abgestoßen. Shinooks und Nick Schrossmar.